Der Düngemittelhersteller K+S wird weiterhin Salzlauge in die Werra einleiten. Heute erklärte das Regierungspräsidium Kassel, also die staatliche Aufsicht vor Ort, warum das weiterhin bis 2020 möglich ist. Es ist ein hochbrisantes Thema in Nordhessen. Einerseits geht es um Arbeitsplätze, andererseits um Umweltschäden. Immerhin soll K+S die Salzkonzentration in den Abwässern absenken. Und zwar um ein Drittel. Allerdings erst in 3 Jahren. So lange gilt weiterhin der alte Grenzwert von 2500 Milligramm Salz pro Liter. Erst Ende 2015 soll der Grenzwert stufenweise abgesenkt werden, bis er 2020 schließlich bei 1700 Milligramm Salz pro Liter liegt. Es sei eine Trendwende, sagt das Regierungspräsidium Kassel, dass die Werra in einigen Jahren ein Drittel weniger Salz abbekommt. Aber es ist auch völlig klar, selbst die Werte, die 2020 erreicht werden, werden nicht ausreichen, um in Bezug auf die Salzbelastung einen guten ökologischen Zustand in Werra und Weser zu erreichen. Ist ja auch erstmal eine Übergangslösung, so das Regierungspräsidium Kassel, mit gehöriger Rücksicht auf den Düngemittelproduzenten, der 4.500 Menschen in der Region Arbeit bietet. Wir müssen immer den Spagat machen zwischen Umweltschutz, Gewässerqualität und Arbeitsplätzen. Deshalb haben wir das gestufte Verfahren gewählt, um hier ein verträgliches Verfahren zu finden, was auf der einen Seite vielleicht ein bisschen wehtut, auf der anderen Seite Erleichterung bringt. Falls es dem Konzern zu weh tut und er glaubt, die Grenzwerte nicht einhalten zu können, könnte er Widerspruch einlegen. Wir werden jetzt zunächst mal ja die Möglichkeit haben, diesen Bescheid auf seine einzelnen Bestandteile hin zu prüfen, auch die Nebenbestimmungen und weiteren Vorgaben, die darin enthalten sind, zu prüfen. Das werden wir sehr sorgfältig tun. Und dann werden wir hier zu einem Urteil kommen, das heute noch nicht vorwegzunehmen ist. Aber bloß ein niedrigerer Grenzwert ist keine Dauerlösung. Das Regierungspräsidium Kassel erwartet von K+S eine dauerhafte und umweltverträglichere Entsorgung. Ein Modell sieht vor, die Salzlauge per Pipeline direkt zur Nordsee zu leiten. Das ist die von Anrainern und Regierungspräsidium bevorzugte Variante. K+S prüft allerdings parallel eine Pipeline zur Oberweser. Und die hätte zur Folge, dass ein Speicherbecken in der Nähe der Einleitungsstelle gebaut werden müsste, möglicherweise bis zu 80 Hektar groß. Das sorgt für Protest in Nordhessen. Wir haben eine hervorragende touristische Infrastruktur, an die wir noch viele Hoffnungen knüpfen, die wir ausbauen wollen. Und das würde damit total zunichte gemacht. Ich glaube nicht, dass wir hier Gäste kommen, die Salzseen betrachten wollen oder auf einer gepökelten Werra-Weser-Diemel mit den Kanus ihrem Sport frönen wollen. Der Landrat des Landkreises Kassel befürchtet sogar, dass damit die Pipeline zur Nordsee vom Tisch wäre. Ich glaube, dass das ziemlich weit in der Ferne liegt, dass das dann tatsächlich noch gebaut wird, weil es betriebswirtschaftlich natürlich für die Firma keinen großen Sinn macht, wenn man erstmal eine Genehmigung hat, dann noch weiter darüber zu nachzudenken und selbstverständlich auch die Finanzierung dann noch in Kauf zu nehmen, um in die Nordsee einzuleiten. Die Anrainer der Oberweser protestieren schon mal gegen eine Einleitung. Süßwasser gegen die Versalzung ihres Flusses. Fürs Erste wird der Salzgehalt von Werra und Weser etwas sinken. Was nach 2020 geschieht, aber ist noch unklar. Ja, der Unmut bleibt. Wenn Sie wissen wollen, wie die politischen Parteien in Wiesbaden auf die weitere Salzeinleitung in die Werra reagieren, dann finden Sie bei uns im Internet noch weitere Informationen auf hessenschau.de.